wohin des Wegs? Bitte schön. Kein Mädchen. Erlaubt. Hier ist der Arschlot. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, Leute, hört zu. Arschlot hat herausgefunden, dass die Freedom Pals heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pals machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Capes wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß möchtegern Superhelden-Spasten. Wir müssen ihr helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pals das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pals macht. Arschlord bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pals werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschlord. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pals. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Wunderarsch. Schmink dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Pflanzmagier. Gadgetmeister. Kampfsportler. Ein Kampfsportler wie, ja, wie Iron Fist. Du lagst im Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur. Als Kampfsport-Superheld hast du dein Ski fürs Gefecht konzentriert. Du hast die Chance genutzt, um mit der Drachenumkehrung zuzuschlagen. Dein Gegner purzelte nach hinten und war benommen. Oh, du glaubst, du kannst Kung Fu? Die hatten keine Ahnung, womit sie es zu tun hatten. Du hast dich gesammelt, um deinen ultimativen Move, den Drachenstyler, auszuführen. Du willst uns provozieren, stimmst du, Zwerg? Deine Gegner verfielen in blinde Wut, konnten aber nichts gegen deinen Schutz ausrichten. Da deine Gegner von ihrer eigenen Wut betäubt waren, hast du einen uralten und mächtigen Drachentanz begonnen. Ich hab dich unterschätzt. Tut mir leid. Als Held konntest du dich natürlich nicht über ihr Schicksal freuen. Du konzentrierst dein Ski in der Faust und haust jeden um mit dem Drachenkraftschlag. Okay, das war echt ziemlich cool. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid.
Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Du scheiß dämliche Kuh! Schütt dich nur weiter mit Chardonnay zu! Ich muss saufen, um dich ertragen zu können. Dieses Marihuana verändert dich irgendwie. Aber wenigstens ist Marihuana natürlich, nicht so wie Trauben. Du bist ja total high! Vielleicht, aber ich tratsch nicht überall die Geheimnisse von unserem Kind rum. Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink doch noch ein Glas, Kelly! Geh in dein Zimmer und sei da paranoid, Chris! Trink noch ein Glas, Kelly! Oh, hey, Schatz. Daddy wollte gerade hoch in sein Zimmer gehen. Und Mami holt sich was zu trinken. Dumme. Verfickte Schlampe! Ich hasse dich! Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht! Du versoffene Hure! Scheiß Kiffer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer.
Na endlich. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Gina! Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Gina! Bitte nicht. Gina, es tut mir leid. Du hast mir versprochen. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Was? Hoffe, du magst Eier! Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Es ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie! Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch! Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch! Leute, Leute! Ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlag ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Sieh dir das an. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Schleppt einer Drogen mit sich um? Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen. Abstellgleis. Scheiße. Oh Mann, bin ich dran? Donnerstag! Der Schlag hat mir einen Stromschlag verpasst! Los, Wunderarsch! Die Freedom Pals werden siegen! Hier kommt Mysterion! Wir brauchen Verstärkung! Oh Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Ziel erfasst! Auf die Knie und Hände in den Kopf! Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auch! Du siehst nicht gut aus. Ey, was soll denn das? Ein Zug weniger für die Bösen! Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Schockierend, was?
Ich mach nur meinen Job. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Du bist verhaftet, Verbrecher. Siehst du das Abzeichen? Keine Bewegung, Polizist, verdammt! Scheiße, Strom! Los geht's! Heia! Recht bewahren, unschuldige Schützen! Super Tornado! Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen. Wie ihr. Eure Freunde. Eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Mega! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Hinterher! Schnappen wir sie uns! Rache ist Blutwurst! Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Es hat geklappt! Oh Mann, da ist noch einer! Kommt das Chaos! So ein feiner Lakai. Und das hätten wir. Wuhu! Ciao! Okay, los geht's! Vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Oh, Schattenkleister!
Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein. Das ist mein verfassungsmäßiges Recht. Sorry wegen des Zugs. Stehen bleiben, Arschgesicht! Das packst du, Wunderarsch. Los, Wunderarsch! Wunderarsch gibt ihnen Saures. Ja, machen wir sie platt! Jetzt werden Schurken genagelt! Ping, ping, ping! Voll im Chor! Keine Bewegung! Geiler Schlag! Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen! So geht's! Keine Bewegung! Du siehst mitgenommen aus! Ran an den Speck! Hier kommt dein Tod. Das war echt super, Leute. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Ich sehe nirgends einen Schalter. Ich sehe nirgends einen Schalter. Eine Zeit... Wir müssen für...
vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Geil! Vorbeischleichen und dann zur Tür. Du schaffst das. Sicherheitsverstoß. Ah, shit. Ich meine, ah, shit. Du bist. Okay. Wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Bullshit, hab was du brauchst! Geh du vor! Geschafft! Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grumbles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus, isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. So.
Sex im Knast ist extra heiß. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Holzschnitzer! Ja! Dein Gerät ist geil. Willst du meins auch mal halten? Das gibt ein ganz schlechtes Karma für dich. Geiler Schlag! Die Kräfte des Chaos lächeln dir zu! Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS! Ich finde, Lakaien sind besser als AIDS. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Danke, AIDS! Du bist nicht dran! Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Krass, Mysterion, du bist echt cool. Ich weiß. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Mein Kunde bezieht sich... Komm schon, ich mache nur meinen Job. Überlassen Sie diese Kinder uns. In meiner Hose hätte ich eine Zuckerstange für dich. Bitte auf keinen Fall meinen Kunden in die Hose greifen. Ja! Na, wer will als nächstes? Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Doppelschraube! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Lass meinen Kunden in Ruhe! Dank AIDS geht's mir schon viel besser. Hier kommt dein Tod. Ja, machen wir sie platt. Zeit für meine mächtigste Waffe, den Hammer des Chaos. Das Kind hat mich angefasst und nicht auf eine nette Art. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ich gebe dir gleich eine Einführung in Kindererziehung. Einführung, kapiert? Du siehst nicht gut aus. Ich bin so froh um meine Schutzbrille. Los geht's, Neuer! Feind erledigt! Die sind im Arsch! An die Arbeit! Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, furz ihm ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich habe die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superheldendasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen.
Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Bäh.